So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Guild Wars 2, die Legende eines Chars. Wir sind hier immer noch auf den feurigen Inseln unterwegs und werden jetzt schauen, dass wir hier den letzten Segen sozusagen von den von den Naturgeistern kriegen. So, nicht von den Drachengeistern, sondern den Naturgeistern. Denn wir müssen hier in die Dingskammer erstmal rein. Vergaß, hier gibt es ja auch Alarmanlagen. Sowas muss man natürlich dementsprechend aufpassen. Ja, das weiß ich. Lasst das Portal in Frieden. Wir werden euch töten, wenn ihr nicht die Finger davon lasst. Zack. Gewinne Adrenalin. So. Ja. Fühlt sich gut. Zack. Zack, 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 zack. Zack. So kalt. Zack, 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 zack. Ach, hier ist noch ein Dings. Deswegen. So. Da ist noch irgendwie ein Terminal. Wir brauchen eine Kursur-Tastatur, um zu. Eine Kursur-Tastatur. Natürlich. Aufnahmegerät, Terminal. Guck mal, hier haben wir ein Terminal. Aufnahmegerät. Adrenalin steigt an. So, gucken wir mal. Ihr verliert. Erfrischen. Da habe ich doch eine Quistur-Tastatur. So. Integrieren. Attacke! Ich fühle mich stark! Gewinne Adrenalin! Zack, 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 zack. Bam. Zack, 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 zack. Bereit! Zack, zack, zack. Na los doch, schlagt mich! Zack, 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 zack. So. Ihr habt einen trügerischen Pfad beschritten. Das Schlimmste steht euch noch bevor. Ihr müsst euch erst in den Schlund des Vulkans bewegen. Man kann nie dort zu viele Schätze haben. Vergessen. Die lange verschollenen Gott des Feuers. Geht nun. Die Segen, die ihr empfangen habt, werden aufgehoben, wenn ihr eure Pflicht erledigt. Ich fühle mich. Ihr dürft stark nicht scheitern. Auf zum Scheitelpunkt. Jo, genau. Auf zum Scheitelpunkt. Wir haben haben jetzt nämlich alles, was wir brauchen. Das heißt, wir teleportieren uns darüber. Repariert sind wir. Also. Auf zum Scheitelpunkt. Wir müssen nach da oben. Jetzt haben wir die vier Siegen. Jetzt können wir Balthasar in den Hintern treten. Na. Ernsthaft. So nervig manchmal. Okay.
Let's go. Das Herz des Vulkans. Auch wieder ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Puh, erkundet den Krater. Timmy, ich habe den Schlot des Vulkans erreicht. Der Schutz der Druiden erfüllt immer noch seine Aufgabe. Allerdings wird mir langsam warm. Mir war schon klar, dass ihr ins Schwitzen geraten würdet, aber sagt lieber Bescheid, sobald euch ein feuriger Tod bevorsteht. Danke. Es gibt hier eine... sieht aus wie eine Energiebarriere. Fällt euch etwas dazu ein? Wenn nötig, kann ich es näher beschreiben. Wie wäre es, wenn ich es mir einmal persönlich anschauen würde? Schraddel! Schraddel! Ist der tatsächlich wieder in Ordnung? Nicht ganz. Das ist meine Schuld. Ich hatte nicht vor, euch das alleine machen zu lassen. Das macht Balthasar, nicht ihr. Aber ich habe ihm die Waffe gegeben. Auf jeden Fall ist Schraddel mobil und gegen die Hitze geschützt. Allerdings besitzt er keine Bewaffnung. Dementsprechend werde ich keine große Hilfe sein. Es ist einfach nur großartig, dass ihr hier seid. Stellt euch gegen einen Gott des Krieges und all sowas. Wir stecken ziemlich tief drin, Kommandeur. Hier, nehmt diesen Scanner und wendet ihn auf die möglicherweise tödliche Energiebarriere an. Na toll. Okay, nehmt Schraddel den Scanner ab. Nimm ich. Scannt auf Teufel komm raus! Unbeständiges Energiefeld erfasst. Bei dieser geografischen Lage kann es nicht natürlichen Ursprungs sein. Das bedeutet wahrscheinlich, dass Balthasar oder einer seiner Leute es installiert hat. Und das könnte bedeuten, dass es nicht perfekt ist. Ich kann den Scanner so einstellen, dass er selbst den feinsten Riss in der Panzerung findet. Lasst mich noch einmal schauen. Okay. Schraddel den Scanner nochmal geben. Zack, 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 zack. Versucht es jetzt. Okay. Erfasse Schwäche. Defekt festgestellt. Bitte zurücktreten. Hurra! Ihr seid nicht tot! Wenn das mal kein wissenschaftlicher Fortschritt ist. Das Feld hat anscheinend versucht, seine Schwächen zu beseitigen. Sammelt diese Anomalien und setzt sie gegen das Feld ein. Auf diese Weise sollte es funktionieren. Ich würde selbst dorthin aufgleiten, aber ihr wisst ja, ich befinde mich hier in 2 Tonnen Stahl. Die warme Luft hier drin sollte euch nach oben befördern. Boom. Oh. Das war ein bisschen falsch. Ich hätte das eigentlich auf die Kette da machen sollen. Ich trottel. Ne? Kleiner Livers-Trottel, ne? Bam! Und die nächste. Scan. Hoch fliegen. Zack. Zack. Bam. Runter. Hier. Scan. Hoch fliegen. Und bam. Gute Arbeit. Ich werde euren Abstieg überwachen und über den Kommunikator mit euch in Verbindung bleiben. Ich wünsche euch einen guten Absturz. Ja, Bonsai. Bin ich. Rate doch einmal, was hier unten ist. Bitte sagt mir, dass es sich nicht um einen weiteren, noch zornigeren Gott des Krieges handelt. Nein. Hier gibt es ein weiteres Energiefeld. Und ein paar Zerstörer, denen es nicht gefällt, dass ich in der Luft bin. Nun, die
Standard. Habt ihr auch an... ihr wisst schon, gedacht? Es gibt wirklich keine andere Möglichkeit, Primordus oder Yormak zu töten. Der eine ist die Schwäche des anderen. So wie die Schwäche Mordromos sein Geist war. Und ohne meine Maschine... Ich bezweifle, dass sie es physisch ausfechten werden. Das wäre wahrscheinlich sowieso eine einzige Katastrophe. Ich kann nicht glauben, dass wir ernsthaft darüber nachdenken, sie zu retten. Ich weiß, aber die Magie ist komplett aus den Fugen geraten. Wenn nur noch ein weiterer verschwindet, könnte es gut sein, dass Tyria implodiert. Falls wir dafür sorgen, dass sie am Leben bleiben, wie können wir sie dann davon... Das sieht nach einem Durchbruch aus. Ab nach unten! Ja. Laut meiner Sensoren nähert ihr euch dem Boden des Schlots. Aber ich vermute mal, da gibt es wieder eine Barriere. Genau das. Und weitere Zerstörer. Und zwar sehr viele davon. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Ja, ignorieren und erstmal den ganzen Spaß hier Timmy, die ganzen Zerstörer, sie sind einfach zu Boden gesunken. Nun, ihr habt es wahrscheinlich erraten. Das war Primordus, der da gebrüllt hat. Wir haben den Ereignishorizont überschritten. Die Maschine ist eingeschaltet. Entweder lassen wir bald... Es hat funktioniert! Los, los! Darf ich vorstellen? Primordus! Zumindest sein Kopf. Zumindest sein Kopf ist da. So. Kämpft ihr gegen ihn? Was geschieht gerade? Er ist hier und dann wieder doch nicht. Falls das nicht vollkommen verrückt klingt. Über der Maschine. Im Magiekanal. Wie bitte? Könnt ihr ihn scannen? Kein Lebenszeichen erfasst, nur magische Energie. Nein! Ist die Luft rein? Kann ich runter? Hier unten sind noch ein Gott und ein Altdrache, aber ihr könnt euch gerne dazu gesellen. Ja, ein Altdrache, wie ihr seht, ne? Das ist Primordus da drüben. Und das da ist, ne, Balthasar mit der Maschine. Wahnsinn! Hier unten ist es ja um einiges heißer. Ist das... Das ist Primordus. Dort drüben. Das ist das erste Mal, dass ich einem Altdrachen so nahe komme. Sollten wir uns Sorgen machen, dass er... Also, dass er sich bewegt und uns alle umbringt? Meine Theorie war, dass die Maschine ihn paralysieren würde. Anscheinend hatte ich recht. Also, was ist mit Balthasar los? Er ist irgendwie zum Teil des Systems geworden. Und er ist so bewandert in Magiefragen. Für eine Absorption muss also... In Ordnung, ich gebe es zu. Ich weiß nicht wirklich, was hier los ist. Aber Tatsache ist, dass wir hier sind. Die Zeit läuft. Wie seht ihr die Angelegenheit? Er sollte vernichtet werden. Ein mörderischer, viel zu mächtiger Gott des Krieges ist unendlich gefährlich. Auch wenn es nicht zutreffen sollte, dass die Tode weiterer Drachen den Planeten zerstören werden. Jawohl. Euresgleichen wird mein Feldzug nicht aufhalten. Balthasar, was tut ihr? Ihr werdet ganz Tyria zerstören. Eure Heimat ist ohne Belang. Sie haben mich geschwächt, mein Licht zum Verblassen gebracht. Doch jetzt werden sie mich sehen. Wenn ihr schon nicht aufhört, dann stellt euch mir. Und ehrt den Kampf, den Krieg. Gut nachgedacht. Das ist mit Sicherheit euer Todesurteil, aber gut nachgedacht. Ich habe gelernt, dass der Krieg keine Ehre kennt. Aber falls ihr euch nach dem Ruhm des Schlachtgewinns sehnt... Thema! Tegon! Labt euch! Ihr kümmert euch um sie und ich leite den Überlastungsprozess ein. Signatur. Bezeichnung Tegon.
guter Schwund. Guter Hund vor allen Dingen. Der bringt mich gerade hier ein bisschen um die Ecke. Aber guter Hund. Ne? Sag ja. Der bringt mich gerade ein bisschen um die Ecke. Belastend sowas. Ob ich hier das so machen kann? Nee, schade. In der Luft kann ich jetzt so erstmal nicht kämpfen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Gewinne Adrenalin. Nein. Zack. Ach, fick dich doch. Ah, dass das immer so noch so nervig ist, ne? Aber okay. Müssen wir halt. Da muss ich halt durch. Abmarsch! Einmal bitte die und danke. Einmal bitte den Spaß. Danke sehr. Und einmal da. Zack. Scan. So schnell. Einmal das. Und einmal den. Und einmal darauf. Rums. Die Maschine hat schon wieder reagiert. Nochmal. Zack. Komm. Eins. Und zweite. Und zack.
Und eins. Und zweite. Und Scheiße. Irgendwie da. Okay, das war dann doch nicht der richtige. Heftiger Beschuss. Ich fühle mich. Zack. Stark. Ah, das Schlimme ist, man sieht gerade nicht, welchen man eigentlich da den Dings hat. Das war jetzt der Tegan. Wenn ich richtig gesehen habe, ist das der falsche gewesen. So. Das heißt, wir müssen den anderen erwischen. Also nicht Tegan, sondern den da. Roms. Oder wir müssen halt erstmal tatsächlich sie beide killen. Das kann natürlich auch dann sein. Dass wir erstmal die Leichen uns um die Leichen kümmern müssen. Okay. Ich würde sagen, bevor wir weitermachen, beende ich hier erstmal die Folge, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann weiter gegen Balthasar und seine Hunde kämpfen. Also, dementsprechend, tschüss, ciao, euer Livers.